Siddala. Weiter mit lustig Batman. Wir betreten heute den Krankenflügel, aber vorher level ich nochmal das letzte Mal die Rüstung. Einfach nur, weil ich kann. Es gibt ja noch eine Rüstungsstufe. Na gut. Oder was sind denn die Beschreibungen davon? In der Brustphase des Batsuits eigentlich mit Pararamidphase bieten zusätzlichen Schutz. Die leichten Nanopolymer verstärken das Batsuits sorgen für eine stabile Außenhaut. Die von Wayne Tech entwickelten ultrastabile Mikroplattenverstärkungen befinden sich zwischen den Außenpanzerungen und der Unteranzug. Die Vierröhre der Batsuit wird mit einer von Lucius Fox bei Wayne Tech entwickelte Geheimsubstanz gehärtet. Dieses optimiert die Belastbarkeit des Batsuits, um sich negativ dessen Gewicht und Bewegungsfreiheit auszuwirken. Ah ja. Ach, warte mal, fällt gerade so ein. Kann das sein, dass ich das vielleicht, dass ich ein Idiot bin? Dass ich einfach das bei Wayne Tech einfach den Sprengstoff hätte leveln können? Automatischer Neosynner? Nee, hätte ich nicht. Okay, das ist ein Ding, was ich durchs Spiel freischalte. Das wäre ja auch zu einfach gewesen, wenn ich das einfach so freischalten könnte. So, dann gehen wir mal in die, wo immer wir hier in die sind. Irrenanstalt, wo wir Harvey finden werden. Guck mal, sie ist direkt da hinter der Wand. Mensch. Wo immer sie die Klamotten eigentlich her hat. Vor allem, warum sind die jetzt schon so dreckig? Grüß dich. Hey, verschwinde, Batman! Das ist meine Ich-Zeit. Wo ist Gordon? Würdest du es nicht gern wissen? Ich bin hier drüben. Halt's Maul! Au! Du dumme Kuh! Harvey! Ah! Was macht er hier? Es ist zu früh! Tut mir leid, Süßer. Sei nicht sauer auf mich. Oh, du kleines Luder! Ich kann nie böse auf dich sein! Tut mir leid, Batman. Du musst einen anderen Weg finden. Ciao! Dieser Weg ist versperrt. Ich suche draußen nach einem anderen Weg hinein. Es wäre überhaupt nicht möglich, diese Dinger hier irgendwie anzugreifen, ne? Diese Wände. Na gut, dann müssen wir wieder raus. Na gut. Klettern wir halt das Dach. Hui! Und finden was? Achso, warte, wir haben natürlich den. Wir sind ja der beste Detektiv der Welt, direkt nach Sherlock Holmes. Da werden wir wahrscheinlich mit. Warum suche ich eigentlich immer noch dieses komische Tabakzeug? Das, wir wissen doch schon, wo er hin ist. Laufen, laufen, laufen. Da auch nicht. Na nü. Weißt du, dafür, dass hier so ein riesengroßer Platz. Und wie genau wird dieses Dach eigentlich sauber gemacht, wenn es hier keinen Zugang gibt? Ach ja. Also, wie sieht das aus? Als ob hier das Dach ist, dann ist das eine Wand vor. Boom. Nun. Schon wieder so eine komplett uralten Spinde. So viel zum Thema moderne Anlage seit 3 Jahren. Das Zeug sieht so aus, als würde es seit 100 Jahren rumstehen. Okay, das ist also ein Wartungszugang. Ah ja. Ich will, dass alle Häfte zusammengezogen werden. Such das ganze Medizingebäude ab. Oh, noch eine Rede. So, warte mal. Durchsuch jeden Raum, jedes Büro und jeden Mülleimer. Wenn noch ein Arzt versucht zu fliehen und das Gebäude verlassen kann, dann habt ihr nicht so viel Glück. Ich flute das Gebäude einfach mit Lachgas und lasse euch da sterben. Obwohl, das klingt lustig. Das mache ich auf jeden Fall. Also die Trophäen kann ich anscheinend nicht so scannen. Also es ging gerade nicht. Sagt mir nur kein Objekt gefunden, wenn ich nicht dieser Gang hier durch Zufall dahin führt. Soll das echt so einfach sein? Zum Glück überhaupt nicht verwirrend. Oh, okay. Also ich kenne nicht mal, wenn ich direkt davor stehe, kann ich das Ding sehen. Ha. Also, wie bist du darauf gekommen? Durch das grüne, glühende Fragezeichen? Jetzt, also es leuchtet auch in dieser Welt grün. Da mache ich mir jetzt gerade so ein bisschen ernsthaft Sorgen. Was besteht das Ding, damit es wirklich im dunklen Grün leuchten kann? Nun gut. Wir Lass finden... Ich. Sei still und geh mit den anderen darunter. Bewegung! Okay, ich hab's gehört. Ich geh schon. Warum braucht er die Ärzte? Ich muss sie retten.
Jetzt müssen wir erstmal die Frage klären, warum man die Ärzte braucht. Jetzt müssen wir jetzt erstmal hier. Ui! Joker hat gesagt, ich kann mit euch machen, was ich will, wenn er fertig ist. So, wo sind die Typen jetzt? Dann ist einer, dann ist noch einer. Hui! Kann ich die damit fertig machen? Das ist bestimmt, das ist doch mega laufig, dass ich so mache, oder? Ich glaube, es war diese Szene, die ich gehasst habe. Einreißen? Oh, es sind zwei, das ist natürlich schlecht. Mach mal. Oh fuck. Hui. Oh fuck. Ich werde dich töten. Hm? Bitte bleib liegen. Ah, schön. Ich muss los. Ist es nur noch einer? Oh. Das können wir tatsächlich noch schauen, wenn er nicht zum Schießen kommt. Der Raum ist soweit okay. Sie sind in Sicherheit. Aha. Also ich möchte mich zu erinnern zu können, dass ich letztes Mal hier wie mich ewig aufgeregt habe. Genau an der Stelle. Ganz ehrlich, warum haben die solche Tische hier rumstehen? Wofür? Moderne Anstalt am Arsch! Hier drüben. Ja, gleich. Ich mecke erstmal weiter über den Behandlungszustand dieser Einrichtung hier. Wir werden auch regelmäßig Lobotomien durchgeführt, das sehe ich doch. Hui! Hier drüben! Yeah. Oh Leute. Ist hier eine Treppe? Weil ich mich über den Raum aufgeregt, weil ich nur so. Hier drüben! Ja, Maul, ich bin doch schon unterwegs. Ich war mit anderen Sachen beschäftigt. Wer ist die jetzt? Hallo? Ich würde gerne mit dir reden, aber ich kann nicht. Ich weiß jetzt nicht, was passiert ist. Wir haben gerade unsere abendliche Runde gedreht, als auf einmal bewaffnete Gangster reinstürmten und uns als Geisel nahmen. War noch jemand bei Ihnen? Sie brachten jemanden in den Fahrstuhl. Ich weiß nicht wen. Offensichtlich wollten Sie nicht verfolgt werden. Der Fahrstuhl scheint abgestellt worden zu sein. Hier passiert Ihnen nichts. Wir schaffen das schon. Was ist mit den anderen? Wir haben Schüsse gehört. Sie könnten tot sein. Wir sollten hingehen und helfen. Oh, das habe ich vergessen. Dr. Kellerman war im Patientenuntersuchungsraum und Dr. Chen ist in den Operationssaal gegangen. Und Dr. Young ist zum Röntgen gegangen. Okay, bleiben Sie hier. Ich finde die anderen Ärzte. Ich bin hier, Mike. Halte still. Ich befreie dich. Ich hole euch da raus. Alles wird gut werden. Aha. Also es klingt so ein bisschen, als würde Rache an Dings machen, ne? Shen? Ja, dafür, dass sie die befreien will, sind sie nicht besonders gut da drin, muss ich sagen. Aber warum haben die überhaupt solche Stühle mit so einem komischen Gitter über dem Kopf? Fragen über Fragen, die hier irgendwie nicht geklärt werden, habe ich das Gefühl. Warum haben sie hier irgendwelche Köpfe im Glas? Oh ja, guck mal. Patientengespräch Nummer 21. Der Name des Patienten ist Edward Nigma, bekannt als der Riddler. Edward, Anstaltsleiter Sharp sagt mir, dass du wieder mal bedrohliche Rätselschmierereien auf den Anstaltsmauern hinterlassen hast. Jemand müsste schon schwer paranoid sein, um Bedrohungen aus diesen harmlosen Rätseln herauszulesen, Dr. Young. Darf ich ihn einstellen? Aber sicher. Was läuft auf vier Beinen? Dann auf zwei. Und schließlich auf drei. Ein Mensch. Als Baby krabbelt man auf vier Beinen. Als Erwachsener läuft man auf zwei und später benutzt man einen Stock. Netter Versuch, aber die Antwort auf alle drei ist ein Baby. Es stimmt, als Baby krabbelt es auf allen vier. Aber schneide ihm die Beine ab und es kann nur noch auf zwei Stümpfen wackeln. Wenn du ihm eine Krücke gibst, kann es auf drei herumhumpeln. Alles klar? Das ist furchtbar. Wie kann man darüber scherzen? Ganz leicht, Doktor. Es ist nicht mein Baby.
klingt zum Glück absolut stabil und Dings. Aber hier sind bestimmt schon wieder diese alten Tische. Also das ist alles ein bisschen verstörend hier. Vor allem die Fahrstühle sind abgestellt. Sie sind hier sicher. Wer genau kontrolliert nochmal die Fahrstühle? Ich will nochmal kurz fürs Protokoll fragen, dass das nur falls das nochmal wichtig sein könnte. Gibt's hier noch was? Guck mal, hier ist noch ein Lüftungsschacht. Ich weiß doch nicht, warum ich diesen Lüftungsschacht jetzt aufmache, aber der ist bestimmt noch zu was gut. Ach, der Joker kommt unter die Fahrstühle. Ach so. Vor wem wollten die sicher sein? Auch der Joker, ne? Ich sehe da ein leichtes Problem und also das weiß ich auch nicht. Das. Ich habe das Gefühl, dass diese Definition der Sicherheit irgendwie. War da nicht gerade so eine. Hier vorne ist eine grüne Statue, das ist ja schön. Gut, das war anscheinend nicht das, was ich gesucht habe, aber. Okay. Ja, aber. Ich weiß ja auch nicht, ich habe nur minimale Einwände, also es ist echt nicht. Ist nicht schlimm, sag mal so. Das ist. Was soll schon passieren? Also, richtig, wofür die Ärzte jetzt brauchen, ist ein bisschen immer. Ne? Außer, dass er irgendwie. Rache an die Leute, die ihn untersucht haben, üben möchte, aber da braucht er ja die anderen eigentlich nicht für, ne? Vor allem nicht namenlose rothaarige Ärzte, mit der wir gerade geredet haben. Die wahrscheinlich immer noch nicht ihre Leute befreit. Vor allen Dingen, die anderen Typen, die wir hier gerade zu Tode gewürgt haben, die sind ja technisch gesehen nicht tot, oder? Weil Batman tötet ja nicht. Also, ist das nicht so ein bisschen ein Problem? Sollten sich nicht erstmal um die kümmern? Wow. Echt? Der Weg hier war nur, um rumzuschleichen? Das ist eine Enttäuschung. Na gut, wo ist denn hier die nächstbeste Tür eigentlich? Sollte es hier sein. Ah ja, in der Tat. Was ist noch so eine... Schon die Rüstung hier, sonst wollte das von den Wains. Tja, wer weiß schon, ich würde gerne diese Wand da rumspringen, aber ich kann auch nicht, weil ich noch nicht den explosiven Batarang habe oder keine Ahnung, was man dafür eigentlich braucht. Batman verbessert das Einkommen von Ärzten? Ah, wissen nicht. Haben die hier eine Krankenkasse? Weil, wenn nicht, dann wüsste ich nicht, wer für die Typen hier bezahlt. Ne? Also, wenn die behandelt werden, irgendwie müsst ihr für den Spaß zahlen, aber wenn das halt... Wo ist das hier, der Haupteingang? Ah, das ist der Haupteingang, wo ich meine. Kann ich das hier ausschalten und wieder schnappen? Das ist noch ein Harvey-Ding, so. Dann nicht noch eins Harvey, aber ein Harvey-Ding. Aufgezeichnetes nee. Gespräch Nummer 39. Der Patientenname ist Edward Nigma. Ich muss noch entscheiden, ob Mr. Nigma ein geeigneter Kandidat für den Titanprozess ist. Ich würde gerne über deine Kindheit reden. Ganz schlecht. Was? Nach dem, was man hört, hat damals deine Rätselbegeisterung begonnen. Ich glaube, wenn wir über diese Jahre sprechen, könnte das dein triebhaftes Verhalten erklären. Sehr schön. Mein Vater hat mich gehasst. Er hat mich immer einen Schwachkopf genannt. Verstehe. Ich wollte ihm das Gegenteil beweisen. Also habe ich an einem Schulwettbewerb teilgenommen. Es gab einen 20-Dollar-Preis für den Schüler, der ein fast unmögliches logisches Problem lösen konnte. Ich habe natürlich gewonnen. Hat das deinem Vater gefallen? Kaum. Er war überzeugt davon, dass ich betrogen hatte. Er schrie immer, du musst geschummelt haben. Gib's zu, du Schwachkopf. Ich habe geschworen, dass ich es nicht getan hatte. Und er schlug mich fürs Lügen. Das tut mir leid, Edward. Muss ich nicht leid tun. Er hatte recht. Ich habe natürlich gewonnen. Wo genau sind wir? Das ist. Was? Achso, das sind ja seine Ziele. Kann ich das hier wieder raus? Genau, das ist die medizinische Abteilung, ne? Heißt das Ding offiziell. Das ist die Hauptsache, die haben hier diese komischen Uralt-Rechner, aber dann haben sie eigentlich ziemlich krasse Flachbildfernseher in ziemlich großer Größe, ne? Das technologische Level hier ist jetzt, das geht nicht ganz so auf, muss ich mal sagen. Ich weiß ja nicht. Oh. Trotzdem ist der Zustand dieser Irrenanstalt irgendwie so ein bisschen... Mann, hier ist alles kaputt und zerfallen. Der Gang ist wirklich symmetrisch aufgebaut. Das ist ein Ding. Huh. Okay. Sanatorium. Das Problem, glaube ich, ist, was Batman halt hat, dass diese Irrenanstalt... Also dieses ganze Irrenanstalt-Thema eigentlich... Das war ja lange Zeit... Also es gibt jetzt heutzutage, glaube ich, in so geschlossenen Anstalten und man hat letztes Mal so mitgekriegt, das sieht das immer noch nicht besonders rosig aus, aber das ist irgendwie langsam besser geworden. Aber früher war das halt richtig albtraumartig. Und das transportiert sich halt nicht so in die moderne Zeit so gut rein, ne? Wo sind wir jetzt? Ah, jetzt bin ich wieder da, wo ich vorher war, ne? Ja. Hat sie mittlerweile ihre Kollegen befreien können.
Immer noch nicht. Hast du sie entdeckt? Sind sie in Sicherheit? Sie heißt Sarah Cassidy? Heißt nicht in Fallout Cassidy auch Sarah? Ist das Cassidy, ist Sarah Cassidy irgendwie so ein Name, der irgendwie in amerikanischen Brauchtum irgendwie übergegangen ist? So, die Tür geht hier nicht, ne? Tür verschlossen, ja, nice. Gibt es hier noch andere Wege raus? Alter, ich könnte natürlich auch einfach die... Nee, das... Also wenn ich jetzt die Spur verfolge vom Tabak, finde ich wahrscheinlich auch noch diesen Fahrstuhl, den ich hier öffnen kann, oder? Ja. Tja, Ich würde ja gerne die Leichenhalle, aber es ist so wie... Oh. Ja, und wie soll ich das aufmachen? Okay, es ist mir nicht so ganz klar, wie ich das... Hä? Ja, ich würde das gerne öffnen, aber ich kann halt nicht. Hä? Aber ich muss da oben durch dieses Lüftungsgitter durch, oder nicht? Wie soll ich denn da rankommen? Hä? Warum fährt er jetzt runter? Ich bin minimal verwirrt, weil ich weiß nicht, wie ich in dieses scheiß Gitter da rankomme, aber ich kann das ja... Weißt du, ich kann ja nicht einfach irgendwie das mit dem Ding hier so lange dran ziehen, bis es abgeht. Ich kann daran rumglitschen, aber das tut's halt auch nicht. Achso, es gibt noch andere Türen, wa? Es gibt noch andere Türen. Gut, dann nehmen wir vielleicht erstmal die anderen Türen, bevor ich mich hier in irgendwelchen Gittern, die in der Luft sind, rumärgere. Und gehen einfach durch diese Tür. Chirurgie? Wir bitten alle Patienten, ruhig zu bleiben. Ah. Und sich langsam zurück in ihre Unterkünfte zu bewegen. Lassen Sie mich Ihnen die faszinierende Arbeit unserer neuen Forschungsleiterin Dr. Penelope Young präsentieren. Seit sie vor 2 Jahren unserem Team beigetreten ist, ist Arkham einer der Vorreiter bei der Forschung zum Verständnis des menschlichen Geistes. So. Guten Tag, Arkham. Lassen Sie uns über den Verstand reden. Wie kann eine so komplexe Einheit verstanden und gegebenenfalls behandelt werden, wenn sie Schwächen zeigt? Wie nur? Das Ziel des Projekts Titan ist, eine Testumgebung zu schaffen, um dann umfassend unsere speziellen Fälle auf risikolose Weise zu testen. Unser Ziel ist es, die unglücklicheren Exemplare zu heilen, die Schwachen, die körperlich nicht den Herausforderungen gewachsen sind, die unsere medizinische Praxis erfordert. Das Projekt Titan macht uns zu einer Weltklasse-Einrichtung. Eine, die Preise gewinnt. Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, wirklich verzweifelt ist, gibt es nur wenige Einrichtungen, an die man sich wenden kann und wo man sicher sein darf, dass man dort gut aufgehoben ist und die bestmögliche Pflege erhält. Eine genaue Übersicht über unsere Kosten- und Gesundheitspakete finden Sie am Empfang oder unter www.arkhamcare.com/preise. Wir akzeptieren die meisten Krankenkassen. Lassen Sie mich Ihnen die faszinierende Arbeit unserer neuen Forschungsleiterin Dr. Penelope. Ich habe nur wie Zweifel, das hört sich sehr dubios an, was sie da erzählt, ne? Na gut, dann machen wir erstmal heute Pause und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es mal wieder heißt hier. Guten Tag, Arkham. Lassen Sie uns Dings hier. Bedtimes Abenteuer im Dunkeln, wa?